So wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Kapitel 2. Und noch einmal, diesmal schaffst du es. Ich weiß nicht. Nicht entmutigen lassen. Ach, sie ist doch im ersten Teil geflogen. Denk an was Schönes. Denk an... Kapitel 1, Erfolg. Da ist doch, glaube ich, was mega Schönes. Unsere gemeinsame Nacht in den Brinasca Marschen. Du wolltest mit mir einen Liebesbund eingehen. Ja, das war schön. Aber du hattest mich davor angelogen. Ich wollte dich retten. Hätte ich dir die Wahrheit gesagt, wärst du nicht mitgekommen. Wie auch immer, ich erinnere mich gern daran. Weißt du noch? Okay. Da wird sie auch gegen sein, weil das Böse, da hat sie ihren Körper verloren. Was waren die erste Heldentat? Erinnerst du dich noch an die Orks und wie ich sie ablenken musste? Das war doch spannend. Sie haben so friedlich gegessen. Und dann hast du sie in den Krieg geschickt, nur um sie loszuwerden. Echt jetzt? Das sind Orks. Orks ziehen ständig in den Krieg. Aber gut. Nuri, du musst doch irgendeine schöne Erinnerung haben. Erinnerst du dich noch an... Die erste Begegnung vielleicht. Da hab ich... Das war mit den Tieren, gell? Denk an unsere erste Begegnung. Du hast jahrelang in einer einsamen Höhle gelebt. Und zusammen fanden wir einen Weg, dich endlich zu befreien. Und was du seither alles gesehen hast. Das Erste, was ich sah, waren Menschen, die mich töten wollten. Aber du hast doch auch schöne Dinge gesehen. Es wird Zeit, dass du wieder eine Fee wirst. Weißt du noch, wie fröhlich und sorglos du früher warst? Natürlich weiß ich das. Das macht mich doch nur noch trauriger. Na komm, genug für heute. Muss ich wieder in den Käfig? Ja, leider. Mit einem zahmen Raben auf der Schulter halten mich die Andergaster doch sofort wieder für einen Hexer. Ich bin froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Na gut. Lass uns auf dem Rückweg bei Fahis Zelt vorbeischauen. Er hat so eine sorglose Art. Er macht dir bestimmt wieder Mut. Geron? Ja? Ich will ja auch wieder so sein wie früher. Aber ich weiß nicht mehr wie. Es ist so viel passiert. Ach, wir schaffen das schon irgendwie. Ja. Hier sind noch Geröll. Das gucken wir uns gleich mal an. Hier sind wir uns das erste Mal begegnet. Du wolltest mich einfangen wie ein Vogel. Ich konnte ja nicht wissen, dass du so groß sein würdest. Und so dickköpfig. Das musst du gerade sagen. Stimmt. Auch wenn wir sonst nicht viel gemeinsam haben, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Darunter liegt Noris alte Höhle. Als ihr Feenkörper vernichtet wurde, ist auch die Höhle eingestürzt. Vermisst du dein altes Zuhause? Ich weiß nicht. Glaube nicht. Okay. Hier haben wir noch einen Specht, den können wir mal nicht anklicken. Geröll. Ja, warte, da war noch was. Achso, auch Geröll. Na, dann gehen wir mal hier runter. Huch. Sonst haben wir hier auch nichts. Nö. Doch, warte, da ist noch. Alles Geröll, alles klar. Zum Zeltplatz. Wer sind diese Leute? Diese Statuen machen mir Angst. Sie sehen aus wie die Grabsäulen aus Fahis Erzählung, nur mit Gesichtern darin. Heda, was ist hier los? Reda, ich kann so nicht arbeiten. Magister Bodiak? Dieser Mann stört meine Ermittlungen. Rede mit ihm. Schick ihn fort. Ich habe für so etwas keine Zeit.
Was ist denn es tut mir leid, aber das Kampfseminar der Magier zu Andergast hat dieses Gebiet bis auf Weiteres gesperrt. Du gehst besser nach Hause. Was ist hier geschehen? Eine Meute aus der Stadt wollte einen fahrenden Händler aus dem Land jagen. Und das wurde aus ihm, tada, otulamidische Säulen mit andergastischem Kern. Vom Händler fehlt jede Spur. Er ist verschwunden? Jep, und jetzt kusch dich. Sonst widerfährt dir womöglich noch das Gleiche. Es ist doch alles verhext. Fahi war unsere beste Möglichkeit, dich zu heilen. Aber ist er nicht böse? Hat er nicht die Menschen versteinert? Nuri, das war ein Andergaster Lynchmob. Hätte ich es gekonnt, ich hätte sie auch in Klötze verwandelt. Er muss hier irgendwo eine Spur hinterlassen haben. Besser, ich finde sie, bevor die Magier vom Kampfseminar es tun. Sonst stehen wir wieder am Anfang. Er hat also die Fähigkeit, also wir gehen davon aus, er hat die Fähigkeit, Leute in Steinsäulen zu verwandeln. Wie viele Feder. Angreifer waren es? Ist da jemand drin? Sie kann nichts hören. Und ich durch dieses Geschrei auch nichts. Also bitte. Die Säule. Sie trägt das Gesicht der Fleischerin vom Markt. Was ist hier geschehen? Ich weiß es nicht. Eine Steinsäule mit einem steinernen Schwert und einem fein gehauenen Bart, wenn er denn gehauen wäre. Und wer bist du hier hinten? Diese Säulen erinnern mich an Fahis Beschreibung der Grabkammer. Und deine Truhe. Sie steht an genau dem gleichen Fleck wie gestern. Nur die Versteinerten sind neu dazugekommen. Dafür bin ich zu weit weg. Kann ich vielleicht Nuri mal aussenden? Nuri, würdest du mir... Geron, ich kann noch nicht wieder fliegen. Ich weiß, Nuri. Ruh dich aus. Ich schaff das schon allein. Alles klar, was haben wir denn hier? Nach Andergast? Absperrung. Finger weg! Dies hier ist Sperrgebiet. Die Lichtung wurde abgezäunt. Da will anscheinend wirklich niemand, dass wir hier raufgehen. Was haben wir denn hier? Ja, meine Tasche. Pass auf, Junge. Ich habe gute Augen. Dann hättest du das Rätsel aber, glaube ich, schon gelöst. Sieht aus wie der Sack eines Wanderers oder Jägers und nicht wie die Tasche eines ernstzunehmenden Magiers. Und das ist ein Hammer drin. Löffel weg von meinem Hammer. Da schaut ein Hammer aus der Tasche. Sieht aus wie eine Handwerkertasche, finde ich. So, das war's dann aber auch schon. Aber hier hinten geht's noch lang, sehe ich. Um die Lichtung herum, alles klar. Der Baum hier sieht ja auch cool aus, muss ich gestehen. Frieda. Heda, gibt es denn gar keine Spur des Händlers? Doch, er führt einen geschliffenen Doppelkunchoma, mit dem er jede Nervensäge in kleine Scheiben schlägt. Woher weißt du das? Ich sehe es. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Nein, wir wissen immer noch nichts. Und jetzt verschwinde bitte. Sonst bekomme ich nur noch mehr Ärger. Verarscht. Absperrung. Hey, das Seil hängt da nicht ohne Grund. Eine weitere Absperrung. Alles dort. Sie steht dann genau dem... Nur die Versteinerten... Aber nichts anderes. Absperrung... Aber hier sonst nichts weiter? Wirklich? Nichts anderes? Doch. Na nü? Hä? Hey! Was ist das denn? Guck mal hier, hier ist irgend so ein... Nuri könnte doch eventuell... Wie sah der Magier aus? Nuri, Zelteingang? Dafür... Hallo? Im Käfig kann ich besser auf sie aufpassen. Oh, dafür bin ich zu weit weg. Ich höre nichts. Keinen einzigen Gedanken. Okay. Zerbrechung der Absperrung. Besser nicht. Dieses Mädchen beobachtet mich aus dem Augenwinkel. Kann ich dann vielleicht... Ich gehe mal um die Lichtung herum nochmal. Um die Lichtung herum. Tralalala. K-
kann ich denn hier... Wie sah der Magier aus? Nicht, solange dieser Magier in der Nähe ist. Alles klar. Kann ich Nuri vielleicht... Er ist ein lustiger Kauz. Nur solange er nicht sieht, dass ich einen sprechenden Raben bei mir habe. Geron, ich kann noch nicht wieder fliegen. Ich weiß nur... Du solltest auch nur den Typen ablenken, aber okay, gut. Dann werde ich mal... Hammer? Nein, ich lasse es so. Kann ich mit dem Messer auf den Typen losgehen? So etwas mache ich nicht. Er hält eine kleine Muschel an die versteinerte Frau. Ob er glaubt, damit mit ihr reden zu können? Es sieht nicht aus, als würde sie ihm antworten. Ist ja noch alles sehr böse. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Ach was. Ich dachte, ich probiere das auch mal mit der Muschel, aber anscheinend nicht. Kann ich... Wenn das wirklich versteinerte Menschen sind, sollte ich mit meinem Zauber vorsichtig sein. Aber wie kann der Typ einfach so zaubern? Ich meine... Boah. Ich gehe mal nach Andergast. Ich kehre erst zurück, wenn ich weiß, wo Fahi hin ist. Das war so klar. Ja, dann gehe ich erstmal wieder hier rum um die Lichtung. Ich glaube nämlich, von hier kann ich mehr erreichen. Was ist aber das hier? Ach, hier kann ich... Jetzt kann ich irgendwie. Hey! Eine weitere Ab... Ich verstehe nicht ganz warum, aber es ist so. Ach, das soll die Brenda sein. Hier, guck mal, das ist... Ach so. Dafür muss ich erstmal ungesehen auf die Lichtung kommen. Jemand mochte es wohl nicht, dass ich gestern in ihren Sachen rumwühlte. Okay. Nuri, kannst du die Brenda ablenken? Sie sieht nett aus. Ich weiß. Aber darauf können wir uns nicht verlassen. Nuri könnte sich vor dem Magier als der Versteinerte ausgeben. Doch ist ihre Stimme dafür nicht tief genug. Ah. Uno momento. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Psst. Nuri, kannst du mir einen Gefallen tun? Lenk den Magier ab. Hüpf hinter die Statue und rede mit ihm. Er wird glauben, du bist die versteinerte Frau. Soll ich ihm von König Kastanie und den Rübengeistern erzählen? Nein. Beantworte seine Fragen. Welche Fragen? Und was soll ich antworten? Hör hin. Wie viele Angreifer waren es? Sag, du wurdest überrannt. Wie sah der Magier aus? Es war zu neblig, du konntest nichts erkennen. Woher weißt du das alles? Ich weiß es doch gar nicht. Ich rate nur. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Und in welche Richtung sind sie dann gegangen? In den Wald. Kannst du dir das merken? Ja, das ist leicht. Das wird lustig. Was für eine Zeitverschwendung. Es scheint, der Geist dieser Bauern ist nun endgültig zum Erliegen gekommen. Ha! Ich habe Kontakt. Was sagt sie? Braucht ihr Hilfe bei der Mitschrift? Nein. Der Bericht ist unkompliziert. Ich kann ihn mir so merken. Der Bericht ist unkompliziert. Nuri! Erzähle dem Magier etwas anderes. Auf die Frage, wie viele Angreifer es waren, sagst du... Wir müssen was Kompliziertes machen. Sag 11 bis 15. Wenn er eine Beschreibung des Magiers haben will, antworte... Er trug eine kokosfarbene Brosche auf der linken Brust. Erzähle ihm, der Angriff erfolgte aus... Er erfolgte aus Nordost. Und wer auch immer euch angegriffen hat, ist geflohen nach...
nach Nordwesten. Kannst du dir das merken? Was trug er nochmal? Eine krokusfarbene Brosche auf der linken Schulter. Dann mal los. Das wird, glaube ich, zu viel jetzt für ihn. Deswegen habe ich die schwierigsten genommen. Danke, Nori. Du bist mir eine große Hilfe. Die Aussage hat sich geändert. Sie kamen aus Nordwest und gingen dann wohin? Breda, wo bleibst du? Ich kann mir das alles doch nicht alleine merken. Alles klar, abgelenkt. Das wird sie erst einmal beschäftigen. Gut, okay. Wie schnell er da rum ist, aber okay, gut. Wir zerschneiden mal die Absperrung. Und schauen uns mal die Sternsäule hier an. Ich kann auch das Leben in ihm spüren, unheimlich. Diese Säulen erinnern mich an Faris Beschreibung der Grabkammer. Auch die haben noch Leben in sich gehabt. Da ist ein Schloss dran. Was aber kein Problem darstellen sollte mit einem Messer. Das Schloss ist zu... Dann halt mit einem Zerstörungszauber. Nichts geschieht. Die wenigsten Schlösser lassen sich von meinem kümmerlichen Zauber beeindrucken.